wir alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallen scharf schalten. Gut, dann lass uns mal loslegen. Vorsicht! Fuck, das kann doch nicht sein. Schick mich. Folge mir. Ja, ich bin ja schon dabei. Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten, klar? Auf ein neues. Hast du Kopfhörer? Was? Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Dabei. Ich habe immer gewusst, dass meine Kunden sprechen. Gesehen? Das war mein Zwang. Als ob wir irgendwas klarstellen wollen. Och Mann, wieso steht er auch immer auf? Das kann doch echt nicht sein. Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Nur fair. Wie kriege ich das bloß hin? Weg. Scheiße, jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallen scharf schalten. Und dann müssen wir echt eine Scheiße. Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten, klar? Das ist mir schon klar. Bloß wie überlebe ich die Scheißzeit? Hast du Kopfhörer? Was? Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Steckt der denn ein? Oh mein Gott. Endlich. Eine verkabelt. Bleibt noch eine. Was? Noch eine? Sprengzünder braucht ein paar Sekunden. Wenn du ein Feuerwerk willst, müssen wir kurz warten. Die dürfen noch nicht kommen. Halt sie zurück. Oh Gott.
Nein, du sollst doch die Fallen auslösen und nicht immer die Kamera wechseln. Gott sei Dank. Scheiße, Scharfschützen! Was zum Teufel? Das sind keine scheiß Amateure, ey! Wird's hier langsam zu heiß, Mann! Halt sie mir vom Leib! Hol ihn dir! Alter, ich hab doch schon alles reingedrückt, was ich konnte. Wie viel soll ich denn noch machen? Los jetzt! Verdammte Scheiße, Scharfschützen! Was zum Teufel? Das sind keine scheiß Amateure, ey! Vorsicht! Hol ihn dir! Na komm, du noch mal hoch. Mal gucken, wer der Bessere ist. Geht alles den Bach runter. Ich überlasse dir die Ehre. Warte, wo? Moment. Für mein Portfolio. Mach weiter. Zum Boot folgen, na gut. Haben wir es endlich mal geschafft, nach so vielen Fehlschlägen. Ah, die waren auch brutal viele, also. Vor allem der Gepanzerte, der hat mir die meisten Probleme gemacht. Ja, ich komme doch schon. Kommen wir mal aus Bonn. Der Angriff tut mir echt leid. Schon gut. Ich versuche mich nicht mehr an Dinge zu binden, weil ich sie normalerweise verliere. Das muss ich noch lernen. Ich kann nicht gut loslassen. Oh, ich brote wie Mountain Talents, das kannst du mir glauben. Aber ich bin nicht undankbar. Trotz des Rückschlags bin ich ein freier Mann. Dank dir. Jetzt also zurück nach Chicago. Sag mal, kannst du mich da irgendwie unterbringen, Mann? Wir sind in deiner alten CTOS-Station. Echte Bunker? Das passt schon. Kannst kaum erwarten, deine Dateien zu zerpflücken und zu sehen, worum es hier eigentlich geht. Davon darf absolut nichts raus, T-Bone. Ich tausche es gegen Nikki. Mach dir da mal keine Sorgen. Du hast mir geholfen. Jetzt bin ich dran. Na, das will ich hoffen. Ja, der Bunker. Ach, ich muss gar nicht hinfahren, okay. Spürst du das? Das Gewicht von Trillionen Bytes Informationen an der Fingerspitze. Jedenfalls musst du hier für eine Weile untertauchen. Was soll das alles? Bin nicht sicher. Sie hat was mit einem alten Job zu tun.
Und irgendwer möchte nicht, dass ich was rausfinde. Schön, dass es dir gut geht. Sagst du mir, was passiert ist? Industriespionage, korrupte Bullen, große Explosion, Honey. Und du bist? Das ist Clara. Clara, das ist T-Bone. Auch bekannt als der legendäre Raymond Kenny. Im Ernst? Ich dachte, in diesem Spiel sind Models kleines. Nein, ich meine... Wow. Ich bin ein Fan. Oh. Enchanté. Okay. Was ist passiert? Damien war hier. Was? Woher wusste er? Weiß nicht, er handelt seinen eigenen Deal aus. Was mit Blumen? Davon hast du nichts gesagt. Ist okay. Nein, nichts ist okay. Du musst mir sagen, wo du alles drinsteckst. Und zwar alles, sonst entschlüssel ich einen Scheißdreck. Also, Damien und Blue? Du musst dir keine Sorgen machen. Ich entscheide selbst, worum ich mir Sorgen mache, ey. Hör mir doch mal zu. Ich brauche einen Namen von diesem Server. Unser Deal ist, ich bringe dir die Daten, du entschlüsselst sie. Tja, dann hast du jetzt ein Problem. Hey, wir brauchen dein Fachwissen. Der Server benutzt deine Verschlüsselung. Wir brauchen Raymond Kenny. Bist du sicher, dass du die Daten beschaffen kannst, ohne geschnappt zu werden? Nein. Ach. Endlich bist du mal ehrlich. Gut, dann leg es besser los, Mann. Clara hier wird mich in ein paar Dinge einweihen. Jetzt habe ich alle Sorgenkinder zusammen. Clara an den Monitoren, T-Bone hilft mir in Irex Festung einzudringen und Jordi. Tja, Jordi macht, was Jordi so macht. Okay, sehen wir, was Irex da beschützt hat. So, und nun? Wo verdammt warst du? Pawnee. Puh, herzliches Beileid. Ich bin auf dem Weg nach Rossi Fremont. Ich brauche Hilfe. Du zahlst mir nicht genug. In diese Todesfalle gehe ich nicht. Musst du auch nicht. Du bist mein Scharfschütze. Schon wieder? Na, klingt vernünftiger. Hey, du redest nie, wo ich bin. Ja, stimmt. Ich gieße deine Pflanze. Maurice, gib ihn mir. Was? Wer ist da? Wenn du nicht redest, bleibst du da. Oh nein! Ach komm bitte! Ich hab keinen Namen! Du verstehst nicht, ich bin erledigt! Ich kann's nicht stoppen! Ich kenn nicht dieses Mädchen! Und sie sieht mich einfach nur an! Halt's Maul! Ich hab gesagt, halt's Maul! Okay, Heulsuse, zurück in deine Ecke. Gott, Pierce, was hast du gesagt? Wir treffen uns da. In Rossi Fremont. Klar, ich werde da sein. Okay, dann ab nach Rossi Fremont oder zu Rossi Fremont oder was weiß ich. Auf jeden Fall erstmal hin.